Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat eine turbulente Handelswoche hinter sich. Die Ausschläge nach oben oder unten fielen deutlich aus. Am Freitag rutschte der DAX noch einmal kräftig ab. Damit blieb auf Wochensicht ein Verlust von rund 1,8% stehen. Blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Franzi, wir haben eine volatile Handelswoche hinter uns. Was können uns denn vom Start in die neue Woche erwarten? Ja, in der Tat hatten wir einiges an Schwankungen. Was wir allerdings nicht mehr mitgenommen haben, ist diese Schlussspurt der Wall Street, der US-Börsen am Freitag. Da ging es dann nämlich in den letzten beiden Handelsstunden noch kräftig nach oben und somit hat der Dow ein Plus von 1,7% eingefahren. Auf Wochensicht gesehen dann sogar ein Plus von 1,3%. Und die Nasdaq, die konnte sich sogar über 3% im Plus am Freitag verabschieden. Das Ganze wirkt sich positiv heute auf die asiatischen Märkte, auf Nikkei und Hang Seng. Jeweils über 1% im Plus. In China bleibt die Börse aufgrund eines Feiertags geschlossen. Aber somit rechnen wir eben auch zum Auftakt in diese neue Handelswoche durchaus mit grünen Vorzeichen. Richtung 15.500 Punkte dürfte der DAX hier wieder in diese neue Woche starten. Das heißt, die 200-Tage-Linie im Fokus. Bewegt dürfte es auch innerhalb dieser Woche bleiben. Die Berichtssaison, Konjunkturdaten, Ukraine-Krise, Corona-Pandemie. Naja, also wir haben genug Themen, die hier auf jeden Fall bewegen. Und somit ist wieder Spannung geboten. Dann vielen Dank, Franzi, und auf eine erfolgreiche Woche. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute BASF. Die Aktie von BASF hatte im April 2021 ein Zwei-Jahres-Hoch verzeichnet. Dann ging das Papier in den Korrekturmodus über. Seit Dezember sind die Bullen wieder am Ruder. Für Unterstützung sorgte unter anderem ein neues Aktienrückkaufprogramm. Der Kurs sprang in der Folge über mehrere wichtige technische Marken. Jetzt drückt auf der Oberseite der nächste entscheidende Widerstand in den Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.